Ich stehe jetzt hier mit Martin Schmidt im Beatles Museum in Halle an der Saale. Martin, wie kam es eigentlich dazu, dass es hier ein Beatles Museum gab? Ja, der Ursprung der Beatles oder des Beatles Museums ist eigentlich in Köln. Wir sind ein Kölner Museum, von Kölner gegründet, 1989 bereits. Und wir waren dann für 10 Jahre lang in Köln bis 1999 und suchten dann ein neues Gebäude mit mehr Ausstellungsfläche und sind dann hier in Halle fündig geworden. Und das war dann auch der Grund, von Köln nach Halle zu ziehen, also die bezahlbare Miete des Hauses hier in Halle. Zweite Frage, wer kommt euch denn hier so besuchen? Also wir haben ein relativ breit gefächertes Publikum. Gerade zu den Händefestspielen hier in Halle kommen viele auch mal aus Australien, was jetzt somit relativ weit weg ist. Ja, wir haben decken Publikum von jung bis alt ab, wir haben viele Schulklassen, aber natürlich hauptsächlich ist das Klientel, was die Zeit der Beatles miterlebt hat, was jetzt so Leute, die so um die 60 rum sind. Ist es eines der großen Beatles-Museen? Also es gibt nicht viele Beatles-Museen auf der Welt. Hier in Deutschland sind wir auch das einzige und wir sind weltweit das größte Beatles-Museum. Okay, vielen Dank, Martin, schaue ich mir gerne mal an. Danke.